Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ihr seht hier meinen Bildschirm von einem iPhone, den ich hier habe. Nicht wundern, dass ich jetzt so blödes Netz hier habe, weil ich wohne leider in einem Gebiet, wo es innerhalb von vier Wänden es durchaus möglich sein kann, dass man hier einen sehr schlechten Empfang hat mit dem Netz hier. Aber das soll jetzt kein großes Problem sein, denn ich möchte euch mal so zeigen, beziehungsweise eher was testen. Und zwar gibt's hier, ich habe hier mein iPhone ja gejailbreakt, sieht man ja, Cydia. Und es gibt da so eine App, die man sich da runterladen kann. Die nennt sich Display Recorder. Und die ist nämlich hier. Und in dieser App kann man halt, wie man hier sehen kann, das ganze Bildschirm hier von dem iPhone und auch von einem iPod Touch, bin mir nicht sicher, ob es auch auf dem iPad funktioniert, aber auf jeden Fall, man kann damit hier aufnehmen, wie man sehen kann. Und ich habe hier so einige Apps runtergeladen und auch nach Kategorie sortiert. Ich fange jetzt einfach mal an, euch ein paar zu zeigen. Danach gucke ich mal, ob ich hier so ein paar Spiele spielen kann. Einfach nur aus Testgründen schon mal gucken, wie die Performance darunter leidet. Erste Seite eigentlich die Standard-Apps wie die Nachrichten-App, die Telefon-App, WhatsApp, eine Pflicht-App für jeden Smartphone-User. Die Kamera-App, aber die öffne ich jetzt nicht, weil wenn ich eine Kamera-App öffne, egal welche, dann geht die Aufnahme verloren. Und dann haben wir noch Kalender, Fotos, Karten, das Wetter. Kann ich mal gucken, wie das Wetter hier ist. 21 Grad und es soll sogar 22 Grad werden, aber schönes Wetter auf jeden Fall. Was haben wir noch? iTunes, App Store und Cydia. Cydia ist eine App, die man nur mit einem Jailbreak bekommen kann, die dann standardmäßig draufkommt, und da kann man sich dann halt die ganzen, die ganzen Tweaks, so nennt man das, auf sein Gerät laden, darunter auch eben dieses Display Recording, und jetzt will er gerade updaten. Ja, wie man das bekommen kann, zeige ich euch mal ganz schnell, und zwar sucht ihr nach Display Recorder. Ich gebe das jetzt mal komplett ein und dann suchen wir mal. Und zwar kostet diesen Tweak, der kostet eigentlich ein bisschen, wie man hier sehen kann, von der Big Boss Quelle. Aber ich habe mir das mal von Hack Your iPhone runtergeladen, die ist nämlich gecrackt. Da kann man die auch gecrackt runterladen. Müsst ihr einfach nur auf Verwalten gehen, nicht auf Pakete, auf Quellen gehen, und dann fügt ihr einfach eben diese Quelle hier ein. Und dann kann man auch sich neue Sachen runterladen von dieser Quelle. Der lädt gerade noch die ganzen geupdateten Sachen drauf und dann kann ich auch eigentlich später weiter bedienen hier. Ja, ganz schön viele Sachen und so weiter. Ach ne, warte. Dann zeige ich euch mal schnell, dann geht hier eben auf D. Scrollt noch ein bisschen weiter runter und dann ist hier irgendwo Display Recorder da. Und dann klickt hier oben rechts auf Installieren, Bestätigen, dann habt ihr das auch drauf und dann könnt ihr auch so aufnehmen wie ich. Voraussetzung natürlich eben. Ein Jailbreak. So, Instalos ist halt der gecrackte App Store, wo man sich dann die ganzen Apps, die man im App Store eigentlich kaufen muss, die kann man sich da, wenn diese überhaupt da verfügbar sind, die kann man sich dann da gecrackt runterladen. Ich gehe jetzt einfach mal auf All Applications und dann kann man hier so schauen, was es da so alles gibt. Muss halt ein bisschen hier laden. Kann auch ein bisschen dauern, das ist normal. Zumindest bei mir, weil ihr seht, ich habe eine nicht so wirklich gute WLAN-Verbindung und ja, ich glaube, das will jetzt gar nicht. Ja, Vorführeffekt. Komm, jetzt mach mal hin. Oder wir gucken einfach mal nach Spiele. Ja, da geht schon. Was es hier so gibt. Tab Studio Pro, keine Ahnung, was es ist. Kann man sich dann die ganzen Spiele so runterladen. Nehmen wir mal an, wir laden uns jetzt. Ach, gucken wir mal, was es gibt. Jetball. Guck mal, wir auf Jetball. Und dann kann man hier so, genau wie beim App Store, hier runter scrollen. Hier die ganzen Screenshots sich geben. Und, auf Download sind dann die ganzen Sachen, wo man sich das runterladen kann. Und zwar kann man hier direkt zum App Store verbunden werden. Oder man geht hier zu einem Uploading-Host, wie zum Beispiel uploading.com. Dann gibt man hier halt nach kurzer Zeit des Wartens hier einen Code ein. Und zwar ist es hier ER, ich glaube großes V und dann 2.
Dann klickt man auf Submit, dann muss man ein bisschen warten, wenn man den Code richtig eingegeben hat. Und dann kommt dann eben so eine Seite, wo man hier halt, wie man hier sehen kann, 40 Sekunden warten muss, aber ich breche das hier ab, weil ich will das Spiel überhaupt nicht haben. Beziehungsweise ich will gar nichts runterladen, vielleicht gab es das jetzt. Ja. Kann man so gucken, was für neue Sachen da hinzugefügt worden sind. Und dann kann man sich halt eben gecrackte Apps runterziehen. Ja, die Einstellungen sind selbstversprechend, genauso wie die Apps, die hier unten sind. Und zwar Mail-App ist klar. E-Mails und so, Safari, Webbrowser, kann ich schon mal kurz drauf gehen. Mal schneller auf YouTube gehen, na, lädt er schon. Die mobile Seite kann man hier so gucken. Die Startseite von YouTube. Und dann noch die ganzen Kategorien wie Posteingang abbilden kann man sich dann. Und sogar die Fernbedienung. Man kann wirklich mit seinem iPhone YouTube fernbedienen. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert, habe es noch nicht versucht, aber ist mir auch scheißegal. Dann nächste Seite. Das sind die ganzen Tweaks, die ich mir noch runtergeladen habe, sind nicht ganz viele. iFile ist ein ziemlich nützliches Programm, um in den Root vom iPhone ein bisschen rumzustöbern. Ich kann ja mal kurz zeigen, inwiefern das hier funktioniert. Und zwar kann man hier wirklich in das Datenverzeichnis vom iPhone reingehen und dann hier sich hier, ja, wie soll ich sagen, man kann hier wirklich die ganzen Daten so verschieben und so weiter, aber man sollte aufpassen, dass man sein iPhone nicht dadurch zerschießt. Winterboard ist eine nützliche Applikation, um sein iPhone komplett umzugestalten vom Design her, aber ich habe da bislang noch kein einziges Thema runtergeladen. Die ganzen Themes findet man auch hier in CDR. Einige kosten, einige nicht. Und im Ordner Tweaks, da habe ich Activator, SB Settings und X-Backup. X-Backup ist halt dafür da, um die ganzen Sachen, die man aus Cydia sich runtergeladen hat, sei es Tweaks, Apps oder eben auch die Quellen, die kann man damit backuppen und auch in der iCloud speichern, sofern man sich das X-Backup gekauft hat. Und SP Settings ist auch eine ganz nützliche Applikation, und zwar wenn man standardmäßig über die Uhr oben so wischt, dann kommt sowas hier. Und dann kann man halt 3G ausschalten für all diejenigen, die halt nicht mehr übers Handynetz was machen wollen. Flugzeugmodus kann man einschalten, Bluetooth kann man aus- und anmachen und so weiter und so fort. Wi-Fi und man kann respringen. Man kann hier auch schnellerweise sein Gerät neu starten, ausschalten oder was auch immer. Aber ich gehe jetzt einfach mal hier raus und wir gehen mal zur nächsten Seite. Ach ja, Musik-App ist klar und Tweetbot ist eine Twitter-Applikation. Nächste Seite iMovie, das ist eine Videobearbeitungs-App, die gar nicht mal so schlecht ist, wenn man so richtig gut darin sich auskennt, kann man schon wirklich ganz gute Meisterwerke damit erstellen, besonders in Verbindung mit der iPhone 4S-Kamera, die ist ziemlich genial, 8 Megapixel und 1080p Videoaufnahme. Die Kamera-App hier, das ist eine App von Facebook, die es momentan noch nicht im deutschen App Store gibt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, da kann man halt ganz schnell Fotos damit schießen und auch auf Facebook hochladen. Davor kann man sie noch schnell bearbeiten. Genauso wie PicShop, da kann man auch seine Fotos ganz schön bearbeiten. Instagram genauso. ProKamera ist eine verbesserte Kamera-App fürs iPhone und iPod Touch und iPad, glaube ich, auch. Wo man noch viele Zusatzfunktionen hat. Display Recorder ist, wie gesagt, das Teil, womit ich gerade aufnehme. Und dann halt hier die Spiele, davon werde ich mal gleich ein paar anzocken. Und zwar Angry Birds, Space, Asphalt 6 und Feed Me Oil. Wobei Feed Me Oil gefällt mir jetzt nicht mehr so wirklich. Ich glaube, das lösche ich auch bald. Und GTA 3, das lädt gerade momentan im Hintergrund. GTA 3 auf dem iPhone 4 ist einfach nur ein Knüller. Und dann halt hier noch so Nachrichten-Apps wie NTV, Sport 1, NHK World Live. Und zwar ist das so ein japanischer TV-Sender, der auch auf Englisch überträgt. Und den kann man auch im Fernsehen empfangen. Formel 1, Pole Position von RTL. Auch mal ganz nützlich, genauso wie Formel 1.de, obwohl Formel 1.de ein bisschen besser ist. Ich habe nur die Pole Position App mal so runtergeladen, um zu gucken, wie es so ist. Die Tagesschau-App, iLiga für Fußballfreaks. RTL Insight habe ich mir mal runtergeladen, um zu gucken, wie es so ist. Die Giga-App, eigentlich perfekt für Technik-Freaks und so weiter. Wer Giga nicht kennt, der hat was verpasst. Antenne AC ist ein lokaler Radiosender, da habe ich mir mal so eine App runtergeladen. Da gibt es auch Nachrichten im Raum Aachen und so.
Transfermarkt ist keine offizielle App. Es ist einfach nur eine Applikation, eine Web-Applikation sozusagen. Und zwar öffnet das einfach nur die mobile Seite von transfermarkt.de. Man kann sich ja die ganzen Apps machen. Nein, ich wollte keine Seite öffnen. Zurück. Und zwar kann man sich diese App auf dem Homescreen machen, indem man hier auf die Mitte geht und dann auf zum Homebildschirm tippt. Und dann kann man halt das Teil auf dem Homebildschirm als App hinschmeißen. So, nächste Seite. Da haben wir so ein paar hilfreiche Apps wie Diddy Tape. Das ist eine Musik-App, so wie die hier unten. Nur, dass man da halt eine Kassette laufen sieht. Jingle ist eine lustige App, wo man. Ich sag lieber nichts dazu. Sky Safari ist so eine App, wo man. Ich glaube. Die aktuelle. Ich glaube, ich mache die einfach mal auf. Ich hoffe, die Aufnahme bricht jetzt aber nicht ab. Die ist ganz. Also, die ist richtig interessant, die App. Und zwar. Kann man dann halt die ganzen Sterne, die es momentan hier, momentan, in der momentanen, zur momentanen Zeit, so, kann man gucken, welche Sternbilder momentan oben sind und welche Planeten und so. Aber habe ich auch mal runtergeladen, weil ich es interessant finde. Speedtest ist eine App, wo man gucken kann, wie schnell das Internet man momentan hat. Emoji ist so eine App, wo man. Ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar hat man hier unten rechts, unten links neben dem Mikrofon, die Möglichkeit, eine andere Tastatur zu wählen. Und dann hat man halt eben solche Smileys. Können halt auch nur, Leute sehen, die auch Emoji haben. Oder so eine Art, keine Ahnung, ich weiß nicht so genau. Mein Vodafone ist eine nützliche App, um zu gucken, wie momentan das. Wie momentan die Preise stehen, wie viel Knete man zusätzlich zahlen muss zu der normalen Flat, die man hat. Netzfinder ist eine App, um zu gucken, welches Netz, welche Nummer dazu gehört. Und zwar hat man dann zum Beispiel in den Kontakten die Nummer von einem Freund und dann kann man diese hier eingeben in der App und dann zeigt euch die App an, welches Netz der Nummer zugehört. Radio.de ist klar, Webradio, Taschenlampe, ja, ist klar auch. Weil das iPhone 4 und 4S ja so einen Blitz hat. Neben der Kamera kann man damit mit dieser App dieses Dings da als Taschenlampe benutzen. Allblitz genau dasselbe. Und Geekbench ist so eine Benchmark-Applikation, um zu gucken, wie schnell das iPhone halt ist. Die sozialen Netzwerke wie Facebook ist klar, ist auch vielleicht ein Must-Have, weil diejenigen, die auf Facebook haben, genauso wie Skype für mich. Messenger von Windows Live, MSN und so. Uwu ist fast dasselbe wie Skype und My Xbox Live für all diejenigen, die auch mal unterwegs gucken, wer online ist und so weiter. Und dann haben wir noch hier Photoshare, da kann man halt die ganzen Fotos über Bluetooth mit anderen iPhone-Usern versenden, genauso wie bei Bump. Das ist, glaube ich, fast dasselbe. Nur, dass man da auch Kontakte verschicken kann. RoundMe zeigt euch an, was es so alles in eurer Umgebung für, was es für Geschäfte gibt, für Krankenhäuser, für Sparkassen, für Cafés, Restaurants, alles. Abfahrt genau dasselbe. Und zwar zeigt euch an, in welcher Umgebung ihr Haltestellen für für den Bus findet und was da alles so an Linien anfahren und abfahren und wann die kommen und so weiter, ihr wisst. Baku ist eine nützliche App und zwar kann man damit Barcodes ablesen und dann guckt er nach Preisen. Soundhound ist eine App, wo man Musikstücke identifizieren kann und zwar, wenn ein Musikstück läuft, dann kann man da das iPhone dran halten und dann sagt er euch, wie das Lied heißt. CalKD ist ein Taschenrechner, der ziemlich geil aussieht, besser als die vom iPhone an sich. Ich öffne die mal und dann hat man halt hier wirklich das Taschenrechner eigentlich. 250.000 schreibe ich jetzt einfach mal hin und das steht dann da auch in Worten darunter. Mal 65. Das Ergebnis kommt direkt, man muss nicht mal auf Flash drücken. Und zwar sind das 16.250.000. So. Es gibt noch eine Extended Version, Version, wo halt eben keine Werbung drauf ist. Quickscan ist ein Scanner für
QR-Codes, die findet man neulich fast überall und dann kann man die halt ganz schnell damit abscannen. Stuffle ist eine nützliche App, um in der näheren Umgebung nach Angeboten zu suchen. Ähnlich wie ein Flohmarkt, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Ladet euch das selbst runter, dann wisst ihr, was ich meine. Metro ist so eine Applikation, die ich eigentlich gar nicht brauche, deswegen lösche ich die auch. Und zwar, keine Ahnung, zeigt euch in ausländischen Städten genauere Wegbeschreibungen an von Bus und Bahn und so weiter. Demi Navigator ist eine App, wo man sich anschauen kann, wie die Züge fahren von der Deutschen Bahn. Und DB Tickets ist halt die App, um Handy-Tickets drauf zu klatschen, die aber nicht so ganz gut ist, weil man damit keine Sparangebote irgendwie nutzen kann oder Ferntickets kaufen kann. Das ist ein bisschen doof, aber naja, ich benutze die App auch nicht so wirklich. 1000 plus, 10.000 plus Wallpapers ist eine App, wo man halt Wallpapers finden kann. Darunter auch eben das Wallpaper, was ich hier gerade im Hintergrund habe. App Guide ist eine App, die habe ich mir schon. Die hatte ich damals mal auf meinem iPod drauf gehabt. Und jetzt habe ich mir kürzlich wieder auf mein iPhone drauf geklatscht. Und zwar kann man sich dann halt Angebote von vergünstigten Apps anzeigen lassen oder Apps, die kostenlos jetzt sind. App der Woche, iFiles, keine Ahnung. Dann kann man sich halt ja so anschauen, was es so alles gibt. Bestenlisten, schauen wir mal, was gibt's denn da? Ach, kein Bock. TV Digital, das ist Zattoo, oder wie das heißt, da kann man halt Fernsehen. eBay ist selbsterklärend. MangaPix Lite ist eine App, wo man sich so wirkliche Manga-Bilder runterladen kann. Allerdings ist da immer so ein Werbebanner unten. Und das Blöde ist, die normale Version, die ist irgendwie nicht mehr auffindbar im App Store. Ich habe die irgendwie nicht mehr gefunden, deswegen habe ich jetzt hier die Lite-Version. Und dann eben hier noch die ganzen Standard-Apps, Zeitungskiosk, die Schweine überhaupt nicht brauchen. Kompass-App. Kompass halt. Ziemlich geil. Ja. Und jetzt würde ich mal sagen, tue ich hier die Aufnahme mal kurz abbrechen, weil die Spiele, die sind leider im Quer, also im Querformat, im Landscape-Modus und dann muss ich das Video dran schneiden. Deswegen sehen wir uns gleich in einem Spiel wieder. So, ihr seht jetzt hier alles im Querformat und das erste Spiel, was ich jemals anzocken werde, ist natürlich Angry Birds Space. Ich öffne das jetzt einfach mal. Muss gucken, wie rum ich das halten muss. Ja, so rum. Ja, Angry Birds Space. Angry Birds kennt bestimmt jeder von euch. Und zwar, hier sehen wir Game Center, mein Name ist Henry Boston, klar, und so fort. Angry Birds Space ist halt so eine Angry Birds, ist halt Angry Birds im Weltraum. Ja, den Namen auch schon sagt, ich gehe jetzt einfach mal hier in die Level rein. Dann sehen wir auch schon, was genau Weltraum hier ist. Ich muss halt nur gucken, wie ich das jetzt hier machen muss. Muss das jetzt so rum? Aber dieser Vogel ist auch eh am besten. Schaut mal. Zack. Ist ein bisschen verwirrend, ey. Alles hier kopfüber. Oder so. Na, ich weiß nicht. Irgendwie ist dieses Level voll ein bisschen doof. Voll ein bisschen doof. Ja, toll. Ah. Immerhin geht das Ding hier in die Luft. Aber ich versuche es einfach nochmal. Das Level ist wirklich ein bisschen tricky. Ach komm schon, ey, das fällt hier nicht zusammen. Das gibt's ja nicht. Ja, immerhin. Jetzt muss ich gucken, wie ich das jetzt hier mache. Na, nicht ganz. Versuchen wir es nochmal. Was war das denn? Totaler Scheiß. Nein! Ich überlebt, das ist unglaublich.
Ach komm, gehen wir einfach mal in einen anderen Level. Sofern ich überhaupt andere zur Auswahl habe. Die muss man sich noch freikaufen, kann das sein? Ja, coming soon, free. Ja, komm, dann gehen wir einfach mal in ein anderes Spiel hier rein. Und zwar Asphalt 6. Das ist leider falsch rum. Ja, Leute, diesmal werde ich mal das Ganze hier nachkommentieren, weil es gab ein kleines Problem beim Display Recorder. Denn meistens passiert das, wenn man ein Spiel startet, wie zum Beispiel Asphalt 6 oder GTA 3, dass er die Soundaufnahme und das Mikrofon auch nicht mehr ganz aufnimmt, sondern nur den Bildschirm, und das ist genau passiert, und deswegen kommentiere ich das Ganze hier mal nach. Ja, Asphalt 6 haben wir hier geöffnet und wir fangen auch direkt mal hier ein Karriererennen an. Ich bin schon ein bisschen weiter und habe hier schon die Diamantliga vor mir, und mein aktuelles Auto ist, wie man hier sehen kann, ein BMW M6 Coupé. Und das Rennen heißt Unter Druck. Die Strecke ist in Tokio. Unter Druck, wie man auch da lesen kann, ist das Ziel, die gegnerischen Autos möglichst oft rauszukicken und selber nicht dabei drauf zu gehen, weil die Gegner müssen das ja auch, und das Rennen ist eigentlich gar nicht mal so schwer, und es ist eigentlich auch gar nicht so schwer, die Gegner rauszukicken. Ich habe schon schnell den Sound hier gemacht, aber macht ja eh gar nichts, wenn man hier nichts hört. Ja, die Steuerung ist ganz simpel mit dem Neigen des iPhones oder iPods oder was man auch immer als Gerät hat, kann man das Fahrzeug steuern, Gas geben, tut man automatisch, und wie man hier sehen kann, hat man ja schon, haben wir schon einen rausgeschmissen. Mehr oder weniger freiwillig oder so, haben wir gerade nochmal gemacht. Ja, die ganzen Dollarzeichen kann man einsammeln für extra Geld, und es gibt auch so Feuersymbole, die gleich kommen. Das ist halt das Nitro, was man einsammeln kann, und da haben wir auch gerade gesehen, es ist ziemlich einfach. Manchmal, wenn die Autos versuchen, euch zu rammen, dann fliegen sie selber raus und hauen sich selber. Und das Adrenalin, was wir gerade aktiviert haben, das ist immer voll. Also es ist halt immer verfügbar, wenn die Nitro-Anzeige oben komplett voll ist, und wenn das dann eingesetzt wird, dieses Adrenalin-Dings, da bumms da, dann könnt ihr eigentlich so gut wie alles rammen, das fliegt einfach weg, und ihr selber seid dann halt, ich sag mal, unbesiegbar. Zumindest war das bei mir immer so. Und ich muss sagen, das Gameplay, das ist auf jeden Fall sehr flüssig auf dem iPhone 4S. Und auch mit dem Display Recording habe ich zuerst gedacht, das wird richtig hart laggen. Aber es ist halt nicht so. Also es hängt schon ab und zu mal, geht die Framerate so runter, aber es ist auf jeden Fall nicht so störend, dass man meint, ach, das Spiel ist unspielbar. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Und ja, wie ihr seht, habe ich noch drei Leben übrig. Das ist oben links zu sehen. Schon wieder Adrenalin, aber das setze ich jetzt nicht ein, weil das Ziel ist direkt vor uns fast. Ja, okay, nicht ganz, aber ist auf jeden Fall ziemlich nah dran. Und das ist auch schon. Man muss halt nur noch diese eine Linkskurve fahren, und dann ist man dann auch schon am Ziel, weil man fährt hier nur eine Runde bei diesem Rennen. Und wir haben gewonnen. So. Mit einem BMW M6. So, dann sehen wir auch schon mal, wie viel Knete wir so alles bekommen haben. $60.176, und nach jedem Rennen bekommen wir eventuell noch ein paar neue Kits zur Verfügung, die wir kaufen können. Und das nächste Rennen können wir noch direkt machen, aber wir brechen hier ab und gehen direkt in das nächste Spiel rein. Und zwar hier GTA 3. Ja, GTA 3 hat ja eben noch geladen, jetzt ist es fertig, und wir starten auch mal hier das Spiel. Das Intro, das sollte eigentlich euch bekannt vorkommen, weil diejenigen, die GTA 3 schon gespielt haben, es hat genau exakt dasselbe Intro, wie auch schon damals verwendet. Wie ihr sehen könnt, alles von Rockstar Games. Und das ganz normale Intro mit der Pianomusik. Rockstar Games Presents und so weiter und so fort. Schade, dass hier der Sound verloren gegangen ist, weil es ist alles exakt genauso wie damals auch schon gewesen, vom Sound her. Was halt das Startmenü hier sieht, es ein bisschen anders aus. Und zwar ist das hier Grand Theft Auto 3, die
10-Year Anniversary Edition. Und zwar, es geht ja drei, so ungefähr 10 Jahre alt, seitdem es das erste Mal rausgekommen ist. Ja, und das hat Rockstar Games gefeiert, indem sie GTA 3 auf portable Geräte veröffentlicht haben. Ja, und wie ihr sehen könnt, die Grafik von GTA 3 auf diesen kleinen Geräten, sag ich jetzt mal, wie jetzt hier das iPhone, das ist einfach granatengeil, muss man sagen. Weil, wer hätte es damals für möglich gehalten, auf so kleinen Geräten so solche Spiele zu spielen? Wo damals GTA Chinatown Wars rausgekommen ist, da hat man auch gedacht, das wäre die Grenze gewesen. Also für das, was man so darstellen kann. Für solche Geräte halt. Also man hat jetzt mit GTA Vice City und Liberty City Stories zwar für die PSP so gute Spiele rausgebracht, aber für solche Geräte, weil GTA Chinatown Wars war ja auch rausgekommen für das iPhone, haben die auch gedacht, ja, das war's. Aber nein, GTA 3 ist rausgekommen, das Spiel ist ziemlich genial, wie man hier sehen kann. Nur blöderweise habe ich, wie man hier eben gesehen hat, unseren Patrioten auf dem Dach gelegt. Und das Problem ist, ich musste mein iPhone so blöd halten, weil es erstens am Ladekabel hing und zweitens konnte ich damit auch nicht so richtig gut fahren, weil ich ansonsten das Mikrofon zugedeckt hätte. Weil sonst hätte man mich nicht gehört, aber ich muss das eh nachkommentieren. Und deswegen kam ich auch ein bisschen mit der Steuerung ein bisschen nicht zurecht, weil manchmal steuert er nicht rechts, sondern links und umgekehrt. Und das ist ein bisschen doof, weil, wie man hier sehen kann, ich fahre jetzt wirklich wie so ein Fahranfänger. Gegen jede Ecke, die man immer verfehlt. Ja, da fahre ich einfach rein, als wäre es ein Magnet. Und hier ist die Adrenalinpille, die kennen vielleicht noch einige. Ja, die Adrenalinpille, die dazu da ist, das Spielgeschehen ein bisschen so in Slow Motion zu halten. Und ja, ich verletze mich hier nach diesem einen komischen Sprung, warum auch immer, ich weiß nicht. Ja, ziemlich geiles Feature. Ich weiß aber nicht, ob die Adrenalinpille, ich glaube, die ist in der deutschen Fassung, das ist eigentlich die amerikanische Fassung, die in die deutsche Sprache übersetzt wurde, weil ich die aus dem US-Store runtergeladen habe. Aber ich glaube, die ist in der deutschen Version nicht verfügbar, ich weiß auch nicht wieso. Und hier in Slow Motion sehen wir, wie wir einen Taxifahrer aus dem Auto zerren und das Taxi klauen. Und wenn wir in das Auto steigen, dann ist auch der Adrenalin-Modus wieder weg. Und der Bulle wollte uns gerade aus dem Auto rausholen, um uns zu verhaften. Hat aber nicht geschafft. Pech gehabt für ihn. Und wir fahren jetzt genau in den Van rein, weil er genau da, wo wir durchfahren wollten, abgebogen hat. Das war ja mal typisch hier. Und wir sind hier in der Nähe von, wie hieß dieser eine Mafia-Typ da von GTA 3? Ich hab den Namen jetzt nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, der hieß Leon oder so. Oder Salvatore, genau, Salvatore war das doch. Das ist nämlich hier seine Villa, die wir jetzt hier ansteuern. Wo hier einige von seinen Fahrzeugen hier rumstehen, die Mafia ja als Gangauto benutzen. Und ja, wir wollen jetzt hier hochgehen und jetzt seht ihr wieder, wie schön ich steuern kann. Ich fall nämlich genau darunter. Es war ja so klar. Aber auf jeden Fall, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte halt nur so ein Video machen. Erst als Test von diesem Display Call und zweitens, um zu zeigen, was ich hier so alles auf meinem iPhone habe. Vielleicht interessiert es ja einigen. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Bald kommt ein neues Video mit einem neuen Projekt von mir. Könnt ihr schon gespannt sein, was es ist. Und auf jeden Fall nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zu einem anderen Video. Und tschaußen, Leute. Bis irgendwann mal. Peace.